Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, vielleicht wissen das ja schon einige von euch, manche vielleicht auch nicht. Ich habe ja meine Let's Reads gemacht, zwei an der Zahl. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal vorbeigucken und deswegen stehe ich auch vor meiner wunderbaren Haustür. Ist hier nicht hübsch? Schwer zu vermissen. Denn wir machen natürlich jetzt weiter Missionen und keine Bücher. Warum soll ich heute noch Bücher vorlesen? So, wir gucken mal, was wir aufhatten. Ich habe ja keine Ahnung mehr. Ach ja, den Herrn und den Lurbuck. Wirklich, der ist wirklich so okay. sonst nichts? Nein, okay. Dann nehmen wir erstmal den Herrn. Den Herrn, Herrn. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und der ist natürlich mitten in der Malapampa. Geil! Kann direkt von der Bruderschaft hinlaufen. Das wird dann so 5 Stunden dauern. Also wir sehen uns in 100 Parts wieder. Nein. Fast. Fast. So, die wunderschöne Tür, die bei weitem nicht so schön ist wie meine Haustür. Obwohl die als Haustür wäre schon geil, oder? Boah, wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Allerdings, ja, meine Haustür ist auch schön. Aus Holz. Danke. So. Gott, Berg. Ich habe mich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Deswegen auch erstmal voll dagegen gelaufen. Oh. Das war mein TV. Mein TV. Falls ihr das gerade gehört habt. Das hat ein bisschen geknackst. Gar nicht schon mal vorkommen bei einem 1960er Modell. Nein, so alt ist er auch nicht, aber es ist kein Flachbild. Ich bin ja gerade dabei, ja, ich will jetzt sagen sparen, aber gucken, ob ich etwas Günstiges auf dem Markt finde. An TVs. Dann kann ich vielleicht auch endlich mal in Farbe spielen. Und nicht nur in Schwarz-Weiß, falls das einige von euch noch nicht verstanden haben. Ja, haben hier etwas entdeckt, von denen kümmern wir uns jetzt noch nicht. Denn wir gehen natürlich unserer Mission nach. Und es blitzt hier so oft. Und ich stehe natürlich direkt unterm Baum. Was will man mehr? Pudding. Eine nackte Frau. Vielleicht. Mal gucken. Hier ist der Weg. Ich kann eigentlich mal meinen Bogen rausholen. Also Bogen, ja. So ein paar Pfeile in den Boden verschießen. Heb den auf. Danke. Jetzt habe ich einen Distelzweig aufgehoben. Man wollte doch gar nicht. Egal. Sprung. Wie schon gesagt, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Das mache ich dann mal im nächsten Livestream, so ein 5 Stunden Run durch Skyrim. Nein. Auf gar keinen Fall, Leute. Auf gar keinen Fall. So hier in der Mühle soll der also sein. Der Kerl. Der soll sogar in der Mühle sein. Das bist du. Kann man arbeiten. Gar nicht denn irgendetwas verbessern? Nein, kann ich nicht. Dann hat es sich ja gelohnt. 10 Sekunden Zeitverschwendung für ein Schleifgerät. Es ist nicht offen. Vielleicht auch, weil wir mitten in der Nacht haben. Naja, nicht ganz. Ja, wir gehen, ja. Jetzt haben wir mitten in der Nacht. Naja, ich glaube, wir müssen noch einen Ticken weiter, weil ich glaube, das macht erst so um 8 auf oder so. Ja, genau. Wie ich vermutet habe, aber wir machen bis 9. Es gibt manchmal Läden, die haben ein bisschen Verspätung. Weißlauf. Und der hat immer noch nicht auf. Ja. Dann tut es mir leid, dann müssen wir leider da einbrechen. Den armen Typen aus dem Schlaf holen. So. Gucke Mama. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Mission das ist. Sie bestätigt sich, sobald das Licht angeht. Sobald das Licht angeht. Ihr habt Danke. Ja, nichts Ja, es zu ist die Mission. Lasst mich Hallo? in Na? Ruhe. Wo bist du hässlich? Ich werde euch nicht Du solltest dich mal rasieren, Junge. Ihr hättet besser auf mich Ja, hier haben wir zwei Leute, den sollen wir umbringen und die Frau eigentlich nicht, aber das mache ich auch einfach mal mit. Bis hierher und nicht weiter. Warum 5 Kopfgeld? Ich hab doch gar nichts gemacht! Kommen sollen. 18!
Ich hab doch gar nichts gewonnen. Ich hab doch gar nicht geschossen. Jo, jo, hast du die Chance. Ach komm, weißt du was? Ich wechsle. Mann. Nee, das nicht. Denn ich möchte da Heilung haben, weil ich denke, dass die doch gar nicht so schwach sind. Zack. Kommt her. So, du bist tot. Du Herren. Zack. Bam. Auch. Hey Gold, den Schlüssel nehme ich auch gerne mal mit. Ein Süßkuchen, ja, wer hätte nicht gerne Süßkuchen? Nein. Nee, 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 das nehme ich dann doch nicht mit. Du, Herren, ein Bier. Ja, komm, ein Bier nehmen wir mal mit. Gold, roter Apfel, noch ein Schlüssel. Brauche ich zwar eigentlich nicht, aber Eisenpfeile. So. Was habt ihr denn sonst noch so ein bisschen in der Wohnung? Ne? Bärenpelze, nee. Gold, Lederstreifen. Ja, nimm mit. Nimm mit. Und noch ein Mage. Hm. Ist ja blöd, wenn da einfach so da rumsteht. Kleiderschrank. Kleidung. Mann, nicht mal Gold im Kleiderschrank. Nicht so wie bei mir zu Hause, habe ich auch mal Gold im Kleiderschrank. Hm. Nichts. Was haben wir hier noch? Rohes Rindfleisch. Ja, geil. Und ein Wildbrett. Ja, auch noch. Aber nee. Nee, also ihr beide seid wirklich die ärmsten Leute, die ich kenne. Ungelogen. Respekt. So, wenn diese Ladezeiten jetzt nicht noch immer so 8 Jahre dauern würde, dann ja, danke. Automatisch speichern. Dann bin ich auch zufrieden mit. Ach, braucht mir eigentlich gar nicht machen, ne? Egal. Wir gehen nicht zu Nasir. Könnt ihr euch noch Klinge angucken? Guckt sie euch an. Sie wird euch nützlich sein. Wow. Jo, Mann. Komm schon. Lade. Das ist eine Frauenstimme. Voll pur. Danke. Nein, wir gehen jetzt nicht zu... Nein, wir gehen auch nicht auf die Karte. Da wollten wir auch nicht hin. Wir tun das hier weg und gehen nach Lurabuk. Zum Lurabuk. Der wohnt... Ach Gott, im Model. Kann ich mich hier hin teleportieren. Nice. Very nice. Jetzt habt ihr hier noch eine Axt. Ich bin ja schon froh, dass die wenigstens irgendwas in die Ladezeiten reinbauen, ja. Aber dass die Ladezeiten so unendlich lang sind, zumindest auf der Konsole. Ich habe das auch schon am PC gespielt. Am PC, da war die Ladezeiten direkt weg. Aber hier 3 Stunden. Das ist nicht cool, nicht cool. So. Wow, was ist denn hier los? Wachenversammlung oder was? Da ist er drinne. Morbleck. Ich schwatte lieber, bis er da draußen, bis er da rausgegangen ist. So, 10, 11, 12, 13, ich habe keinen Bock mehr zu zählen. Okay, er ist immer noch da drin, okay, dann gehen wir rein. Ist das zufällig eine Raststätte, wollte ich schon sagen. Eine Raststätte. Nein, ich meine ein Gasthaus, sowas ähnliches. Kneipe. Ja, ist es okay. Dann kann ich das verstehen. Oh mein Gott, du bist auch hässlich. Wir nehmen mal mit dem Bogen, versuchen uns irgendwie zu verstecken. Hier hinter dem Tisch zum Beispiel. Mortal war einst ein ruhiger Ort. Aber da war die Welt auch noch in Ordnung. So. Die hat's nicht gesehen, ne? Oh, geil. Voll der Headshot. Nice. Ein Bier, dann mal mit. Ein Dietrich, Gold, Granatstein. Warum haben die alle Süßkuchen dabei? Wer braucht denn schon Süßkuchen? Mein Gott, Leute. Dann will ich lieber doppeltes Bier.
So, wir gehen jetzt auch zum Nazi und erstatten die natürlich Bericht. Und ich will natürlich auch meine Belohnung. Ja. Läuft. So. Die haben mich nicht entdeckt. Das ist ganz okay. Da, wo bist du? Da. Nee. Ladezeit. Schon wieder die Tür. War klar. Meine Haustür ist schöner. Merkt ihr das? Da bist du eine Null gegen. So, lade. 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 Das, bei der nächsten Ladezeit zähle ich die Sekunden. Ohne Scherz. Ohne Scherz, Scheiß. Egal, so. Ach, scheiße. Hätte ich ja auch machen können. Ach, fuck. Ich hätte auch einfach auf meinen Desktop gucken können. Einfach die Sekunden. Das hätte nämlich sein können, dass ich mich... Wir müssen reden. Ich habe immer ein Ohr für Frauen, die hässlich sind. Hör zu. Irgendetwas geht hier vor sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber wir müssen es herausfinden. Wenn die Mutter der Nacht euch tatsächlich den Befehl gab, mit einer Kontaktperson zu reden, wären wir verrückt, das zu ignorieren. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass Cicero bereits genug Wahnsinn über die Zuflucht gebracht hat. Also geht. Geht nach Wollongut. Es handelt sich um eine Krypta, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Moutier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt, hm? Okay, jenseits der Stille, sprich mit Armand Moutier. Ist das nicht der Typ, den wir umbringen sollten? Oder hatte der hat auch einen französischen Namen, oder? Lass mich raten. Astrid hat vergessen zu erwähnen. Dass ach, egal. Ist halt wieder auferstanden. Kann ja auch schon mal vorkommen. Ist die Mutter der Nacht, ne? Nee, ist nicht. Doch, wollte ich schon sagen. Ich wollte auch nur gucken, ob hier vielleicht noch mal was Neues liegt, aber das sieht nicht so aus. Wow, wo bin ich denn hier? Wow! Wow, ein Buch! Das nehme ich gerne mit. Pilze! Knochen! Ein Thron! Ein Bett! Nice! Was will man mehr? Ey, ich hab mich voll verlaufen, ne? Ich hab keine Ahnung, wo es hingeht. Ah, okay, so. Nee. Wir sprechen einfach. Hüpp. Das war die falsche Taste. Ich hatte gerade andere Steuerung im Kopf. Dann habt ihr diesem Vampir wohl auch keinen Besuch. Ich wollte nicht in der Schule, ich wollte mit dem reden. So, erstmal guten Tag. Das sagt man unter Freunden nun mal. Lobo ist tot. Wunderbar. Ich sage immer, nur ein toter Barde ist ein guter Barde. Bei all der Singerei 400. Und all dem Frohsinn wird mir immer übel. Eure Bezahlung, wie üblich. Okay, ich hatte das Geld zwar schon, aber egal. Teleporting, ne? Und der Herrn ist tot. Sarkasmus wäre diesmal fehl am Platz. Ihr seid gegen einen Vampir angetreten und habt überlebt. Gut gemacht. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampiris eingefangen habt, lasst euch bitte behandeln. Sonst endet ihr noch wie unsere Babette. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Danke. So, jetzt möchte ich noch trainieren. Ein bisschen Level upen, ne? Level up. Ich kann auch zweimal bei denen trainieren. Das mache ich jetzt auch. So. So, was ich jetzt noch machen will, ist, ich bin ja gerade eben schon Level up.
Ich habe eine neue Stufe. Wir nehmen natürlich die Magiker. Ich gucke nicht hin, wie immer. So, nehmen wir das. Verzauberer. Yeah. So, wir setzen uns einfach mal. Naja, komm, wir setzen uns einfach mal neben den. Hat er jetzt gerade den Stuhl gewechselt? Mein Gott. Wir erzählen dir noch ein paar Geschichten aus unserer Kindheit und so. Ja, läuft. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann... Ja, laber mich nicht voll. Wenn ja, dann hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ich... Hör auf zu labern, Mann. Ich sag dann für heute Tschüss mit einem kräftigen Tschüss.